ich stehe hier eigentlich auch als Vertreter des Vereins Neustadt Schweiz. Das ist ein komischer Verein, er entstand vor etwa 2 Jahren irgendwie spontan aus dem Nichts, aus dem Bedürfnis heraus von Leuten wie zum Beispiel Martin Klöti oder mir oder Leuten aus dem Bereich wie zum Beispiel Tex oder andere, die so schon in konkreten Projekten drin sind. Also ich bin auch beteiligt und Initiator von mehreren Wohngenossenschaften. Und was Martin macht, habt ihr auch gesehen. Das heißt eigentlich, der Verein macht gar nichts, weil die Leute schon sehr viel machen, die im Verein sind. Was der Verein, das Bedürfnis des Vereins war ein bisschen das, darum sind wir auch hier beteiligt an dieser Veranstaltung und haben uns sehr engagiert, dass es sie gibt, diese Themen zu verknüpfen zu einer Gesamtvision. Das heißt, weil das ist dann doch auch wichtig, dass man den Überblick nicht verliert vor lauter Banken und Bodenverbesserung und was es sonst noch alles, was wirklich wichtig ist. Also ich mache jetzt nicht, ich möchte nicht konkrete Projekte gegen die Übersichtigen wie ausspielen, im Gegenteil. Ich habe alle Hände voll zu tun mit konkreten Sachen eigentlich. Und, aber doch, es ist ein Bedürfnis da und daraus entsteht dieser komische Verein, hat eine Website und alles, macht Publikationen. Und das hat sich erwiesen für mich, zu meiner Verblüffung, ich war noch nie in einem solchen Verein, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen eher einzelgängerisch in solchen Sachen. Dass man da etwas bewirken kann, wenn diese verschiedenen Situationen zusammenkommen und ein Wissen gepoolt wird. Wir haben dann beschlossen, diesen Verein irgendwann einen Anknüpfungspunkt doch zu nehmen und der heißt eben multifunktionale Nachbarschaften. Die Diskussion knüpft an das, was gesagt worden ist über Décroissants. Das heißt, wir müssen relokalisieren, die Sachen, die verstreut sind, müssen wieder zusammenkommen. Das ist ganz ein generelles Prinzip. Und wo sollen die denn zusammenkommen? Und die Gesellschaft als Ganze muss umstellen von Ökonomie auf irgendeine Form von Commons, also Gemeinwirtschaft, dazu hören wir, glaube ich, heute noch einiges. Das heißt, wir müssen irgendwo einen neuen Gesellschaftsaufbau haben und was soll dann die Basis dieser Gesellschaft sein? Und wir haben gesagt, ja, die Basis, das sind die Leute dort, wo sie wohnen, logisch, die muss man nicht erfinden. Und das sind eigentlich neue Netze in Nachbarschaften. Wir haben darüber einiges nachgedacht, wir haben auch eine Broschüre entwickelt, die heißt eben Nachbarschaften entwickeln. Die sind natürlich logischerweise multifunktional, weil wir selber ja schon multifunktional sind. Da sind einige erste Überlegungen drin. Es ist dann auch interessant, wenn Sie die Biografie anschauen, dann ist alles wieder zitiert, was Sie heute schon gehört haben. Also es kommt alles von über Ortoloco bis Décroissants, bis alle diese Sachen kommen wieder da zusammen, weil sie auch zusammengehören. Also zum Beispiel Landwirtschaft ist uns wichtig. Für uns ist eine Nachbarschaft mit so 500 Leuten, ist etwas relativ Großes. Ich möchte nicht darüber noch lange reden, es hat mit resilienten Strukturen zu tun und die haben Größenordnungen. Man kann nicht zu dritt Landwirtschaft machen in einer vernünftigen Art und Weise. Man muss sich organisieren. Und da bin ich auch ein Genossenschaftsfan, weil Genossenschaften ist das große Lied der Organisation. Wir tun uns zusammen. Und in selbstständiger Selbsthilfe sorgen wir für unsere Sachen. Und das ist für mich die Definition dieser Nicht-Ökonomie. Wir sorgen für uns und dann klappt das doch. Aber wir müssen zusammenkommen und wir müssen Ideen von Größenordnungen haben. Und das sind nicht, die entstehen nicht von selbst. Man darf darüber theoretisieren. Ich habe diesen blödsinnigen Spruch, lieber eine gute Theorie als eine schlechte Praxis. Das hört man nicht so gern. Am besten natürlich eine gute Theorie und eine gute Praxis. Aber lieber mal nichts machen, wenn man nicht sicher ist, dass es einigermaßen vernünftig ist. Oder das ist eigentlich die Botschaft, eine buddhistische Botschaft. Nichts tun ist manchmal die beste Form des Tuns, aber denken kann man ja trotzdem ein bisschen. Und wir geben eigentlich, ich höre jetzt gleich auf, was wir machen, wir diese multifunktionalen Nachbarn, sind auch multinational, sehr, vor allem bei mir zu Hause ist das sehr multinational. Die lancieren wir. Wir haben Kontakte aufgenommen von ETH bis Fachhochschule in Nordwestschweiz. Wir wollen Material sammeln, um Know-how zur Verfügung zu stellen, wie man die macht. Also Genossenschafts-Know-how, das haben wir schon hier zum Beispiel mit Peter und anderen. Und wir können auch sagen, heute Abend, wenn wir eine Genossenschaft gründen, das dauert etwa 5 Minuten. Und das Geld, übrigens, Matthias, ist kein Problem. Genossenschaften, da gibt es Lösungen. Also wenn ihr eine Idee habt für eine Genossenschaft oder eine Nachbarschaftsvernetzung, dann ist die realisierbar. Also der Schweizerische Verband für Wohnungswesen zum Beispiel, der sagt auch, wie man das macht. Das Know-how ist vorhanden, bitte das Rad nicht nochmals erfinden, es ist alles da.
Und solche Ratschläge verteilen wir. Wir haben inzwischen in 2 Jahren etwa 40 Vorträge gehalten in der ganzen Schweiz darüber, dass das gut ist, was wir finden. Es hat komischerweise auch immer wieder zu realen Projekten geführt. Das ist ein kleines Wunder, oder? Nicht das, was wir gesagt haben, hat natürlich zu den Projekten geführt, aber dass die Leute zusammenkamen unter diesem Motto, nicht hat Nachbarschaft ist ein Motto, das Leute zusammenbringt. Das hat vielleicht gut gewirkt. Diese Nachbarschaften zu entwickeln, ist für mich, und das ist der letzte Satz, die Basis einer Gesellschaft, die auf den Commons gründet. Und das gilt weltweit.